Also Clarisse, wir werden gern für unser Hotel natürlich unser eigenes Bier haben. Und da dachten wir uns, da sind wir bei dir an der richtigen Stelle, Sorry Brauer. Ja, ich habe hier ein Rezeptebuch und ich bin da letztens beim Durchblättern auf ein Rezept gestoßen, wo ich mir vorstellen könnte, dass euch das auch gefällt. Mhm. Die Beschreibung. Welch ein Widerspruch. Ein Bier schwarz wie die Nacht mit einem frischen Zitrusnachklang, den man eher von hellen Ales erwarten würde. Verwirrend für die Sinne, entzückend für den Gaumen. Also das klingt eigentlich voll nach uns. Verwirrend für die Sinne, aber am Ende auch irgendwie entzückend. Ja. Und schwarz wie die Nacht. Also ich finde, das passt zu euch. Das wäre ein Black IPA. Womit fängt man denn jetzt an? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wasser, Hopfen, Gerste, was ist das alles? Womit fangen wir jetzt an? Wir fangen an mit dem Malz. Dafür brauchen wir dann 7 Kilo Malz. Das muss geschrotet werden. Und da seid ihr gerade richtig. Ja, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, Schrot. Mehr rein in den Topf. Und was macht das Malz jetzt da? Das geschrotete Malz ist jetzt in dem ungefähr 50 Grad warmen Wasser. Mhm. Und da fangen jetzt Enzymprozesse an. Okay. Das wird jetzt auf unterschiedlichen Temperaturstufen zu gewissen Zeiten rasten, nennt man das. Und dann sind zu den unterschiedlichen Temperaturstufen sind jeweils andere Enzyme aktiv, die aus der Stärke, die hier in dem Malz drin sind, Zucker umwandeln. Okay. Und dieser Zucker kann dann später von der Hefe zu Alkohol umgewandelt werden. Dann müssen wir jetzt warten. Okay. Ich würde sagen, nach der körperlichen Arbeit haben wir vielleicht mal eine Brotzeit. Sehr gerne, ja. Verdient. Ja. So, hier. Eins. Das sieht sehr fein aus. Schlecht eingeschenkt, aber ein kleines Bierchen für jeden. Auch nicht so viele, wir müssen ja noch fahren nachher. Genau. Prost. Ja, Prost hier. Ne? Nicht alles für die Kamera. Ich habe hier mir das Weißbierglas geholt. Was ist das? Ja, genau, was haben wir jetzt genau, hier? Das ist mein letzter Sud. Von dir gebraucht? Sud Nummer 4. Ein Snow White IPA. Das riecht sehr gut. Prost. Prost. Und ist das jetzt gebraut nach dem Reinheitsgebot? Nein, okay. Ist unrein. Ich habe meinen letzten Sud zweigeteilt und in die eine Hälfte habe ich noch Jasmin-Tee und Ingwer rein in das Gärfässchen. Warum ist das Reinheitsgebot da so streng oder was darf man reintun, was nicht? Naja, also da gibt es dieses Reinheitsgebot von 1516, wo nur Wasser, Gerste und Hopfen drin steht. Sowas wie Jasmin-Tee oder Ingwer ist natürlich völlig ab vom Schuss, kann nicht rein in ein Bier, das nach Reinheitsgebot gebraucht wird. Witzig ist, dass trotzdem an die 60 Zusatzstoffe zugelassen sind nach dem Reinheitsgebot, von denen man nirgendwo irgendwas lesen würde. Was sind das zum Beispiel für Zusatzstoffe? Also es kann zum Beispiel, das ist jetzt nicht so schlimm, aber quasi CO2, damit man es besser zapfen kann. Aber was so am häufigsten anscheinend auch verwendet wird, ist Plastikgranulat, was zum Filtern verwendet wird. Und naja, Plastik im Bier oder ich weiß nicht, Jasmin-Tee, was mag man lieber? Ja, und vor allem, also das stand doch dann wohl auch nicht im Reinheitsgebot 1516, genau, oder? Nee, aber das wird quasi, das sind technische Hilfsstoffe, die vielleicht am Ende nicht mehr im Bier sind, aber schöner ist es, wenn man es gar nicht erst reintut. Wir brauen heute aber nach dem Reinheitsgebot. Ah, okay. Das heißt, das ist dann auch ganz offiziell. Genau. Und ich glaube, jetzt ist auch die erste Rast vorbei, oder? Dann müssen wir nochmal. Wir heizen jetzt auf. Das muss jetzt noch mal ein halbes Stündchen oder Viertelstündchen, schauen wir mal, Läuterruhe halten. Das bedeutet, dass sich der Treber dann schon mal so ein bisschen absetzt und die Spelzen eine natürliche Filterschicht bilden. Und dadurch kommt es dann nämlich später relativ klar da unten raus. Yeah.
So, das wird in wenigen Minuten kochen, unsere Würze. Und dann kommt die erste Hopfengabe dazu. Das ist vergleichsweise sehr, sehr wenig. Das sind hier Grammzahlen, die draufstehen. Und vorhin hatten wir 7 Kilogramm Malz oder so. Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Hopfen ist wahnsinnig bitter. Da reichen dann so kleine Mengen aus. Der erste Hopfen, den wir am Anfang dazugeben, der ist dafür da, dass der Bitterhopfen, der ist dann für die Bitterkeit zuständig, weil sich das dann über die nächste Stunde da rauskocht. Dann haben wir 10 Minuten vor Kochende noch eine zweite Hopfengabe. Und dann direkt bei Kochende haben wir noch eine Hopfengabe, das ist dann nochmal viel mehr. Da geht dann gar nichts mehr von der Bitterkeit raus, weil es nicht mehr kocht. Da gehen dann nur noch so diese fruchtigen, ätherischen Hopfenöle. Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier unser Lager aufschlagen und dir die nächsten 4 Wochen zur Last fallen mit unserer Unbeholfenheit, vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns schon mal, sind sehr gespannt auf das fertige Bier, freuen uns dann, das bei uns im Hotel zu verköstigen. Und zum Schluss verabschieden wir uns mit einem alten Brauergruß und wünschen allzeit gut Sud.